Heute zaubere ich euch eine ganz schnelle, ganz einfache Sauce Hollandaise und sogar ohne Wasserbad. Das hört sich schon, also das ist direkt Name aus Wasser. Dazu kommen 200 Gramm Butter in einen Topf. Dann gebe ich in ein hohes Gefäß zwei Eidotter. Eine Prise Salz, etwas Pfeffer, ca. 30 ml Wasser. Macht es auch ein klein bisschen leichter, aber das macht nicht viel aus. So, und dann etwas Saft von einer Zitrone. Jetzt wird das Ganze gut verrührt. Wenn die Butter jetzt so heiß ist, dass sie nicht mehr weiß schäumt, der weiße Schaum also komplett weg ist, dann mache ich den Mixer an und kippe die Butter einfach zu der Soße. So, wenn die Soße jetzt so ein paar Minuten auf höchster Stufe geschlagen ist, ist sie schon fertig. Die hat also auch die perfekte Konsistenz. Und umso mehr sie auskühlt, umso fester wird sie dann auch. Mmh, das ist schon mal super. Und was gibt es Schöneres als Spargel mit Sauce Hollandaise? Ich habe hier weißen und grünen Spargel und natürlich frische Kartoffeln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal oder meinen Blog, geht zu Facebook oder auch mal zu Instagram und ich freue mich natürlich auch über Kommentare.